Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Es war gar nicht so leicht, sich auf unseren nächsten Gast vorzubereiten. Schauspieler, Filmemacher, Künstler, er hat ein eigenes Kasperletheater und ein Kindertheater. Da ist viel dabei. Wir sprechen gleich darüber mit Marc Klawikowski. Hallo. Schönen guten Abend. Ich habe hier stehen von meinem Kollegen und deinem Bekannten Paolo Pacocco, Tausendsasser aus der Ulmer Kulturszene. Kann man, glaube ich, so beschreiben. Du machst wahnsinnig viele Sachen. Dein Leben oder zumindest berufliches Leben ist sehr der Kunst gewidmet. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Also, es ist eine lange Geschichte, die in meiner Jugend angefangen hat oder sogar in der Kindheit. Wir haben Zeit. Denn meine Mutter ist Puppenspielerin. Und dadurch habe ich schon immer hinter die Kulissen des Figurentheaters gucken können und war als kleiner Typ schon bei verschiedenen größeren Puppenspielfestivals dabei. Dort gab es auch Kurse, wie man Figuren baut, aber wie man auch Geschichten entwickelt. Und das hat einen großen Grundstein gelegt. Dazu ist meine Mutter Kölnerin und im Vergleich zum Rest Schwaben ist der Kölner so ein bisschen offener und wilder. Und auch das bringe ich mit auf die Bühne. Also quasi schon in die Wiege gelegt ein bisschen. Du selbst bist aber gebürtiger Ulmer. Ja, in Ulm geboren und auch ganz zufrieden hier. Ulm gefällt mir und ich war mal kurz weg, habe die Fühler ausgestreckt, aber bin dann wieder gekommen und habe es als den schönsten Ort für mich befunden. Es ist auch wahnsinnig schön hier, vor allem hier auf dem Weihnachtsmarkt gerade. Wir gehen mal einfach der Reihe nach so ein bisschen durch. Ich habe ja vieles aufgezählt, was du so machst. Das Theater Klawikowski mit einer Show, die nennt sich Spontanello. Kannst du davon mal erzählen, was macht ihr da? Spontanello ist ein Mitmachtheater und für mich geht es darum, dass die Kinder mit ihrer Idee auf der Bühne wahrgenommen werden und ich erzähle dann eine Geschichte, die alle, die mitspielen wollen, einbaut. Eine Geschichte, die einen schönen Anfang, einen wunderschönen Höhepunkt und einen guten Schluss hat und bei der auf alle geachtet wird. Also es kann auch mal sein, dass der dreijährige kleine Bruder mit auf die Bühne stolpert, aber die Hauptrolle kriegt und manchmal dürfen auch Papas und Mamas mit auf die Bühne kommen. Wo findet man dich denn? Wie kann man mitmachen? Wie kann man sich bei einer Show, wie kann man dabei sein? Wir haben jetzt seit neuestem das Glück, einen eigenen Spieler zu haben in der Künstlerei. Das ist in der Theatergasse 2 in Ulm und eigentlich ein Gemeinschaftsatelier. Dort ist aber genug Raum, um auch mal eine Aufführung zu machen. Wo man das Ganze lesen kann, ist im Internet auf der Seite figurenfilm.de, die aber da auch heißt studioglex.de, was dann auch gleich vielleicht noch eine Sache wäre, die wir bisher unterschlagen haben. Ich habe auch noch eine Filmfirma zusammen mit Anna Mönnig und das könnte schon das nächste Thema werden. Ich wäre noch zu den Filmen gekommen, wir können gerne nach vorne springen. Du bist auch Filmemacher, Überraschung hast du gerade schon gesagt. Was für Filme machst du? Wie ist deine Firma, die du gerade erwähnt hast? Wie läuft das ab? Also, ich glaube, ich interessiere mich schon immer für Figurenfilme, weil das so eine große Magie hat. Man kann mit Tricks und Miniaturen ja ganz viel im Film erreichen. Heutzutage wird viel über Animationen gemacht, aber ich liebe es, dass es sich echt anfühlt und viele Schauspieler geben mir da auch das Feedback, dass so ein echter Anspielpartner natürlich ein bisschen realistischer kommt als einer, der erst im Nachhinein eingefügt wird. Außerdem arbeite ich jetzt mit Anna Mönnig zusammen, die fantastische Drehbücher schreibt und Regie führt und sie hat als Schwerpunkt Heilungsprozesse in ihrem filmischen Schaffen. Und da kann man über Symboliken sehr viel mit Figuren erreichen. Und das ist jetzt so unser nächstes Ziel, wo wir hinwollen, damit weiterzuarbeiten und das auszubauen. Es gibt zwei wunderbare Drehbücher, die gerade entstehen, bei denen das im einen sehr und im anderen nur zum Teil eine Rolle spielen wird. Auch das hast du jetzt gerade schon angesprochen. Das heißt, ihr arbeitet gerade an was? Was erwartet uns? Worauf können wir uns einstellen? Der eine Film ist ein Mitmachprojekt, es soll ein Kinofilm werden, der heißt bis jetzt Lumba, angelegt an Lumba, die Lumpen der schwäbischen Sprache, so wie Lumbersäckel. Und es geht um eine Gruppe von Menschen, die Arbeitsstunden ableisten müssen, in Laupheim dafür einen Gasthof renovieren.
Und dann aber beschließen, Cybercrime gemeinsam zu begehen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wie das Ganze dann aus und weitergeht, erfährt man, wenn es soweit ist. Aber das Besondere an dem Film ist die Teilhabe. Das heißt, der wird jetzt gerade in der ersten Phase durch eine Gruppe von Schreibern in Laupheim entwickelt. Und es sind quasi ganz viele Privatpersonen, die sich dazu bereit erklären, mitzumachen. Und ja, also der Film ist ein echtes Wagnis. Filme sind sehr teuer und wir versuchen es jetzt einfach und steppen mal los. Wir gucken mal, was passiert. Wollen uns auch mehr als Produzenten einbringen und haben aber da auch schon Co-Produzenten gefunden und so weiter. Also es ist unser erstes sehr großes Kinoprojekt und wir wollen möglichst nicht den Weg gehen, den so Hollywood geht, sondern statt unpersönlich sehr angenehm persönlich mit den Menschen, die hinter der Kamera und vor der Kamera sind, zusammenarbeiten. Dann bleiben wir gespannt, wann die Filme zu sehen sind, wann wir sie uns anschauen können. Dass du andere Leute mit einbeziehst, dass du spontan bist in deiner Arbeit, das zieht sich durch. Wir machen den Sprung zum nächsten Thema quasi, der Musik. Wie gesagt, das Tausendsassa ist wirklich Programm. Du hast auch eine Band, Songlotterie, und auch hier gibt es einen sehr großen Impro-Anteil. Was ist das Besondere an eurer Band? Also das Programm ist sozusagen, ich fordere das Publikum dazu auf, in einer schönen Moderation Worte auf Zettel zu schreiben und jene in einem Zylinder zu hinterlegen. Ich ziehe dann vor jedem Lied ein oder zwei oder drei Begriffe aus diesem Hut, um daraus einen Text zu erfinden. Die Musik, also der instrumentale, musikalische Beitrag, kommt von verschiedensten Musikern, die bei jedem Konzert wechseln. Wir haben ein Netzwerk von 50 Leuten, ungefähr, ein paar mehr, ein paar weniger. Da sind auch Filmemacher und Künstler dabei. Je nachdem, was wir auf die Bühne bringen, kann das dann auch eine echte Show werden mit bis zu 9 Leuten auf der Bühne, oder es ist eher ein unterhaltsames Begleitprogramm. Wir sind Showband für die Endausscheidung der Poetry Slam Meisterschaften Baden-Württemberg gewesen oder haben verschiedene Stand-Up-Comedian-Sachen begleitet, aber auch ganz eigene Konzerte und waren jetzt lange Zeit im Kokoschinski, dem ehemaligen Kornhauskeller Hausband, sind das aber auch immer noch, und im kommenden Jahr werden wir da als nächstes zu sehen sein. Ich bitte die Musik ein bisschen zu entschuldigen, man hört es wahrscheinlich im Hintergrund, wir haben heute eine Eislaufdisco nebenan. Yeah. Das wird man wahrscheinlich auch auf der Aufnahme ein bisschen hören, ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Wo kann man dich denn sehen? Sind Auftritte demnächst geplant? Also die große Saison der Weihnachtszeit ist jetzt gerade abgelaufen. Ich habe am Sonntag mein Kasperltheater in Illertissen abgefeiert. Dort ist das schon Tradition. Nersing, Illertissen, die ganzen Weihnachtsmärkte sind so Kaspergebiet. Aber jetzt habe ich erstmal frei und freue mich schon auf nächstes Jahr. Da wird es auf jeden Fall in diesem Kokoschinski, dem ehemaligen Kornhauskeller in der Hafengasse, Kasperltheater geben, aber auch die Songlotterie. Wie verbringst du denn jetzt die freie Zeit? Freust du dich drauf? Hast du was geplant oder möchtest du einfach mal die Füße hochlegen? Ich möchte, aber es ist fast unmöglich. Ich bin jetzt schon wieder bei einem Filmprojekt dabei, wo ich zum ersten Mal vor der Kamera spiele. Also doch Freitag. Nicht so frei. Nein, also es ist die gängige Saison ist sozusagen abgeschlossen und jetzt ist endlich mal wieder überhaupt ein bisschen Luft, um den Sachen nachzugehen, die ich gerne selber machen möchte. Denn die schiebt man als Selbstständiger ständig nach hinten. Das, worum man sich selber am meisten kümmern sollte eigentlich. Und ich habe gerade gehört, das erste Mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich habe gerade gehört, das erste Mal vor der Kamera. Ja, wie ist das, wenn du hinter der Kamera ja schon ein bisschen gewöhnt bist, dann davor zu stehen? Ich weiß noch nicht genau. Wir haben heute die erste Sprechprobe gehabt und da war ich schon mal sehr entspannt, weil der Regisseur Matthias Wismar sagt, Improvisation ist, was er sich wünscht, und da habe ich mich gleich viel wohler gefühlt. Und ja, ich meine,
Sprechen vor der Kamera ist sozusagen kein Problem, denn als Puppenspieler bin ich ständig vor der Kamera, auch in sehr improvisierten Interviewsituationen oder so. Aber meine Gesichtsmimik ist, glaube ich, für die Bühne geprägt inzwischen. Das heißt, ich habe eine große Gesichtsmimik und was sie sich jetzt wünschen dort am Set ist, dass ich möglichst mein Gesicht nicht verziehe und es wird wahrscheinlich dann schon zu viel sein sozusagen. Also ich bin mal gespannt, wie das gemacht wird, wie es dann aussieht und freue mich auch sehr drauf. Und dazu auch, also wir planen mit unserer Filmfirma einen weiteren Film, der sehr persönlich wird. Bisher ist der Arbeitstitel 1001 Socke. Und er hat viel mit unserer gigantisch großen Sockenschublade, wo, glaube ich, kein Paar mehr drin ist, zu tun. Aber auch mit einem ungleichen Paar, das sich in kreativen Fantasien zusammenfindet und gemeinsam aus ihren jeweiligen Krisen findet. Und der Film wird für mich total spannend, weil es darum geht, diese Gefühlswelt über Trickfilm, aber auch über Puppenfilm zu zeigen. Und wir wollen sehr viel unterschiedliche Macharten ausprobieren, auch mit unterschiedlichen Kameraleuten. Und es wird ein ganz spannender Ansatz und, glaube ich, einer der persönlichsten Filme, die wir je gemacht haben. Also auch da sind wir gespannt. Es kommt viel in nächster Zeit oder in Zukunft zumindest. Ja. Wir bleiben gespannt. Hast du gerade zwei gleiche Socken an, weil du es angesprochen hast? Heute habe ich es geschafft, ja. Heute habe ich zwei total identische, oder sie sind beide links, ich bin mir sicher. Das letzte Paar, das übrig geblieben ist. Aber bei dir hat es ja wahrscheinlich auch eher was dann eben wieder mit der Kunst zu tun. Denn auch Puppentheater ist dein Ding. Und du hast vorhin schon deine Mutter angesprochen, von der du viel da mitbekommen hast. Du hast auch ein Familienunternehmen, Kaspar Schlabbergosch, richtig? Ah, das hast du von deiner Mutter übernommen. Genau, das habe ich übernommen. Es ist das Kasperltheater. Damit ist sie viel durch die Gegend gezogen. Es ist auch immer noch die gleiche Bühne, die jetzt so wunderbar alt aussieht und so ein bisschen angekratzt ist. Und ich liebe das. Aber die Figuren fallen so langsam auseinander und waren auch keine selbstgemachten Figuren. Ich bin auch begeisterter Puppenbauer und nicht nur Handfiguren. Kommt zu der Liste dazu. Genau. Übernehme dafür quasi auch Aufträge für fremde Theater oder Anwendungen, viel jetzt für Museen auch gerade, witzigerweise. Aber es ist für mich ein Riesenanspruch eigentlich, meine eigenen Figuren im Kasperltheater zu haben. Drum bin ich jetzt dabei zu gucken, wie ich das finanzieren kann, weil es ist natürlich ein relativ großer Satz Figuren, den man dann gleich bauen muss. Und dazu wünsche ich mir eine leichtere Bühne. Auch dafür habe ich jetzt einen Haufen Baupläne gezeichnet. Denn am liebsten mache ich alles selber und am allerliebsten aus Recyclingmaterialien. Das ist auch eins meiner großen Steckenpferde. Ja, aber also fernab von diesem Familienunternehmen, das da heißt Theater Klawikowski und dem Hauptakt Kasperltheater, den ich übernommen habe, gibt es inzwischen sehr viele Stücke, bei denen die Figuren extra gebaut wurden. Stücke, die teilweise auch von Anna Mönch geschrieben wurden, viel von mir selbst entwickelt. Und das ist eher, was der klassische Puppenspieler macht, der dann auf den Puppenspielfestivals unterwegs ist. Und das ist ein bisschen ein großer Wunsch von mir. Neben all den anderen Sachen, die ich gemacht habe oder mache, ist dafür nicht so viel Platz geblieben. Ich bin eher in Ulm aktiv und renne von einem zum nächsten manchmal 6 Gigs an einem Wochenende, die auch an anderen Orten stattfinden, wenn es dick auf dick kommt, aber ich wünsche mir mal rauszukommen, andere Figurenspieler kennenzulernen, Puppenbauer und diese Welt, die in Ulm leider nur durch das Theater Topolino noch vertreten ist und vielleicht unsere Kasperbühne vom ersten Ulmer Kasperltheater, ist in Ulm Figurentheater eigentlich nicht vorhanden und es ist eine unglaublich starke, tolle Welt, die in Augsburg, in München, aber auch in Friedrichshafen, Ravensburg, eigentlich überall außenrum, in Stuttgart, eine große Rolle spielt, nur in Ulm noch nicht so richtig. Ja gut, das Augsburger Kasperles-Theater natürlich auch wirklich in fast ganz Deutschland bekannt. Ja. Wir haben noch gar nicht alle Punkte abgearbeitet. Du machst ja auch noch Kunst. Viele haben ja schon angesprochen. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest und nur noch eins deiner Projekte machen könntest, welches wäre es dann? Also ich habe festgestellt, dass im Film alles gebraucht wird. Man muss die Sets bauen, man braucht vielleicht Special Effects, man braucht
diese Figuren, man braucht Schauspielerei, man braucht Improvisationskunst, aber auch Vorbereitung. Es hat was mit Technik zu tun, es hat was mit Musik und Ton zu tun. Also da trifft schon sehr viel meiner Vorlieben auf ein Thema sozusagen, ja. Oder sehr viele Themen auf eine Vorliebe. Das war eine sehr klare Antwort, hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei so vielen Projekten. Was ich mich frage, ich bin vielleicht auch einfach nicht so eine kreative Person. Woher nimmst du deine Inspirationen? Vor allem, weil du so viel selbst machst, so viel selbst erschaffst und so viele verschiedene Sachen machst. Das ist eine richtig gute Frage. Und ich versuche immer wieder, die zu beantworten. Und ich glaube, es gibt viele Antworten, aber eine große Antwort und eine große Kraft in dieser Kreativität, die irgendwie nicht zu versiegen scheint, ist, dass ich so gut wie alles, was ich tue, liebe. Ich mache eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, und das ist es zum Glück in sehr vielen Fällen, ausschließlich Dinge, die mich überzeugen, wo ich dahinter stehen kann. Dinge, wo ich denke, die helfen Kindern, Menschen, Leuten, Zuschauern. Acts, die beim Zuschauen schon die Menschen befreien oder wo ich im besseren Fall die Menschen dazu bringen kann, selber dieses Erlebnis zu haben, auf der Bühne zu stehen oder Teil von einem Song zu werden oder sich vielleicht auch mal zu trauen, ihre Idee überhaupt nach vorne zu geben und zu merken, dass ich die mit voller Liebe und Anerkennung annehme und wir wirklich was daraus machen können. Und das ist auch, was ich zum Beispiel viele in Kursen, weil ich auch zweimal die Woche in verschiedenen Schulen tätig bin, den Schülern dort vermitteln will. Denn was ich am meisten höre, ist, ich kann das nicht oder was ich mache, ist scheiße. Oh, darf man das sagen? Natürlich. Quasi diese Selbstakzeptanz, die Überzeugung, dass jeder von uns ein unglaubliches Universum an Potenzial besitzt. Ob das dann Kunst ist oder eine Matheaufgabe am Schluss, spielt überhaupt keine Rolle, aber den Mut zu haben, dahin zu gehen, das wünsche ich mir für jeden und alle und das versuche ich auch allen zu vermitteln und ich glaube, es kommt bei sehr vielen an. Auch wenn wir hier sitzen, laufen die ganze Zeit Kinder vorbei und winken. Die kenne ich aus Theater, aber auch Schule und sonst irgendwas. Ich kriege das immer wieder gespiegelt, dass die Kinder vor allem sehr auf mich reagieren. Und ich glaube, das Geheimnis da ist, was ich gerade gesagt habe, und dass ich sie ernst nehme und versuche zu sehen. Ja. Das ist eine sehr schöne Antwort. Lieben, was man tut, ist, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Deswegen möchte ich auch mit dieser Antwort abschließen. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst und wir sind gespannt auf deine zukünftigen Projekte. Jawohl, ich freue mich auch und das nächste, sage ich noch kurz, findet in Tschechien statt. Also wer das nächste große Theaterprojekt mit Figuren und Film sehen will, muss ein Stückchen reisen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.